Das heißt, du bist voll überzeugt vom Islam, Ja. dass Islam die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Genau. Okay, das Glaubensbekenntnis besagt, dass du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Genau. Okay, und dann machen wir das jetzt gemeinsam, inshallah, auf Arabisch. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la illallah ilaha wa ashhadu illallah anna wa Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Ja, dadurch bist du jetzt Muslimin geworden. Schukran. Alhamdulillah, wir danken Allah und lobpreisen ihn, der dich richtig geleitet hat, und möge Allah deinen Mann reichlich belohnen, inshallah, Inshallah. und euch inshallah Hand in Hand ins Paradies führen, inshallah. Und wenn was ist, Schwester, kannst du uns inshallah immer anrufen, wenn du Fragen hast, wenn du Bücher brauchst, inshallah kannst du uns jederzeit anrufen. Ja, und wie fühlt sich dein Mann? Ich bin überglücklich, Heuer. Alhamdulillah, Alhamdulillah, das ist wirklich eine Freude, die die Kuffar nicht verstehen. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la illallah ilaha wa ashhadu illallah أن أنا محمدا محمدا رسول رسول الله. الله Ja, Alhamdulillah, Schwester. Dadurch bist du jetzt Muslimin geworden. Dankeschön. Dann sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi Waalaikumsalam. Auf einem Auto die Werbung von eurer Homepage gesehen? diewahreligion.de. Genau, richtig. Und habe dann da auch nachgeschaut und da schaue ich regelmäßig und lese regelmäßig. Und habe jetzt auch in letzter Zeit festgestellt, weil ich auch viel Angst habe nachts, wenn ich alleine bin und manchmal hört man irgendwelche Geräusche. Und ich kann nicht viele Gebete, aber ich bete dann immer das Glaubensbekenntnis und das hilft mir auch. Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich meine, wenn du das vom Herzen ausgesprochen hast, Ja. dann bist du Muslimin. Ich fühle auch schon so. Alhamdulillah, man braucht wirklich. Bekannte und die sagen, du verhältst dich auch schon so. Und deswegen ist. Und ich habe auch eine algerische Freundin, mit ihr war ich schon manchmal in der Moschee zusammen. Und sie hat dann auch gesagt, du musst nur kommen, wir gehen zu einem Imam oder einem Hodja und du musst nur das Glaubensbekenntnis sprechen, du bist Muslimin. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß. Aber für mich muss das ein besonderer Tag sein. Kann nicht irgendein Tag sein. Das muss dann, ich muss fühlen, jetzt ist es soweit. Und deswegen am Sonntag irgendwie habe ich gedacht, also jetzt ist es wirklich an der Zeit. Ja. Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dann ist es wirklich ein besonderer Tag. Dann machen wir das gemeinsam, inshallah, mit dem Glaubensbekenntnis. Ja, ich glaube, ich kann das auch alleine. Ja, bitte. Ich bete das so oft. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Also schöner als diese Worte zu hören, gibt es nicht. Das ist so schön. Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Dankeschön. Ja, jetzt bist du offiziell für deinen Schöpfer Muslimin geworden. Ja. Und wir sind stolz auf dich. Und möge Allah alle Menschen hier in Deutschland zum Islam recht leiten und von ihrem Aberglaube und Götzendienst befreien, inshallah. Ja. Ach, das ist toll. Ich zitter richtig. Ja, das ist die innere Freude, Schwester. Das ist. Ja, das spüre ich richtig. Ja, das entspricht deiner natürlichen Veranlagung. Deine natürliche Veranlagung akzeptiert und liebt keinen Götzendienst, und alles, was hier getrieben wird, ist Götzendienst. Aha. Und Islam ist die einzige Wahrheit.
Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Ja, also wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe brauchst, wir sind dein Geschwister hier. Vielen Dank. Wir danken Allah, der dich richtig geleitet hat, Schwester, und möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam machen, inshallah.